Hallo, seit einigen Tagen setze ich ChatGPT ein und bin jetzt in der Lage, die Medienberichte über dieses Tool zu beurteilen. Das denke ich jedenfalls. Das, was uns da in Erinnerung bleibt, das wird eingesetzt, damit Schüler jetzt faul sein können und ihre Hausaufgaben von dem Tool erledigen lassen. Da denke ich, diese Behauptung kommt nur von Pädagogen, die ein Defizit in der Weiterbildung haben. Wer ChatGPT kennt, der wird auch in der Lage sein, Schüler, die das missbrauchen, um sich einen faulen Lenz zu machen, die kann man einfach an die Tafel bitten oder heute an das digitale Whiteboard und kann sie in ein Fachgespräch über das Thema, was sie mit ChatGPT bearbeitet haben, verwickeln. Und dann wird rauskommen, ob Sie das Tool sinnvoll eingesetzt haben oder ob Sie da einfach nur faul waren und die Hausaufgaben ohne Sinn und Verstand erledigen ließen von einem Werkzeug, was viel mehr zu leisten imstande ist. Die anderen Bedenken, die ich gelesen habe, war, es wird in Zukunft so sein, dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Das mag ja sein, aber diese gleichen Bedenken, die habe ich auch gehört. Als ich vor 40 Jahren im Vertrieb von Apple anfing, habe ich Apple-Computer verkauft. Und was wurde mir da häufig von Studienkollegen oder auch von Lehrern der Uni, die ich kurz zuvor verlassen hatte, gesagt? Damit werden viele Menschen arbeitslos. Es sind viele Berufe weggefallen. Den Beruf des Druckers und Setzers, den gibt es so nicht mehr, aber dafür sind viele neue Dinge entstanden. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Die Textverarbeitung Word und andere, die setze ich ein, um mich beim Schreiben zu verbessern und die Möglichkeiten, das zu veröffentlichen. Excel setze ich ein, um zu rechnen. Aber auch das erledigt mir die Denkarbeit nicht. Wer nicht in der Lage ist, mit Mathematik umzugehen, der wird mit Excel keinen Erfolg haben. Genauso ist es beim Denken. Wer nicht in der Lage ist, das, was da geliefert wird, zu beurteilen auf sachliche Richtigkeit, auf Plausibilität, der wird damit keinen Erfolg haben. ChatGPT nimmt uns nicht das Denken ab, sondern es vervielfältigt unsere Denkleistung, wenn wir in der Lage sind, die richtigen Anforderungen zu formulieren und das Gelieferte auf die Richtigkeit zu überprüfen. Ich habe deshalb den Titel gewählt, ChatGPT für Bildungsbürger und für Berufstätige. Genau für diese Gruppen halte ich es für extrem sinnvoll. ChatGPT und Werkzeuge mit der gleichen Zielrichtung, die sind sicherlich bahnbrechend, damit die nächste Revolution in unserem Arbeitsleben stattfinden kann. Ich habe darüber nachgedacht, was uns ermöglicht wird durch dieses Tool. Da fiel mir Goethe ein. Goethe hatte Assistenten, Goethe hatte Mäzene. Er hatte die beste Infrastruktur, die man sich denken konnte, im Prinzip auch ein bedingungsloses Grundeinkommen dadurch, dass er von dem Fürsten in Weimar gefördert wurde. Das ist ideal, das ist das, was bei uns fast niemand hat. Vielleicht ich ein bisschen, weil ich jetzt Rente beziehe und damit auch ein Grundeinkommen habe und kann mir statt der täglichen Berufsarbeit leisten, sich mit solchen Tools intensiv zu beschäftigen. Aber kommen wir nochmal zu Goethe. Der hatte zahlreiche Assistenten, ChatGPT hat sie mir hier genannt. Er hatte auch Verleger, weil er konnte nicht wie ich einfach hergehen, etwas publizieren, ein Video wie dieses produzieren und eine Stunde später ist es bei YouTube hochgeladen und auch transkribiert und automatisch in andere Sprachen übersetzt bzw. in anderen Sprachen lesbar. Das hatte er alles nicht. Er brauchte zahlreiche Helfer. Von Goethe ist uns viel bekannt, weil sich Jahrgänge von Doktoranden oder von Hochschulabsolventen damit beschäftigt haben, über das Leben und Wirken dieses Meisters zu publizieren. Aus der Zeit von Goethe ist uns fast niemand bekannt, über den so viel berichtet wird, über den es eine Biografie gibt, über den man nachlesen kann. 99,99% seiner Zeitgenossen sind praktisch in der Versenkung verschwunden, weil niemand darüber berichtet hat. Bei uns wird das anders sein.
Die meisten von uns haben publiziert bei Facebook, bei irgendwelchen anderen Social Media, bei YouTube, bei TikTok und was es alles so gibt. Und das kann in Zukunft aus den Archiven wieder hervorgekramt werden, so wie vielleicht in den seltenen Archiven die Werke von Goethe. Nur hier sind es Dimensionen mehr an Materialien. Und dann braucht es keiner Doktoranden, um sich mit dem Leben von Konrad Rennert im 21. Jahrhundert, wo er ein YouTuber war, auseinanderzusetzen. Es braucht ein paar Befehle, ein paar Anweisungen an eine künstliche Intelligenz. Und die bekommt dann den Auftrag, suche mir alles raus, was ich für die Biografie von Konrad Rennert gebrauchen kann. Sein Werk, sein Schaffen, seine Art, wie er dachte und schrieb, das wird alles in ein paar Jahren möglich sein. Das, was durch künstliche Intelligenz in Zukunft über die Analyse meines Werkens möglich sein wird, das wird für die meisten Menschen möglich sein, die irgendwas in den Archiven hinterlassen haben. Vielleicht bürokratische Akte, vielleicht irgendwelche Aufträge, irgendwelche Projekte, wo sie verwickelt waren. All das ist dann zugänglich, wenn diese Archive da greifen und der künstlichen Intelligenz zugänglich gemacht werden. Ich habe Goethe erwähnt und die zahlreichen Assistenten und die Verleger, die nötig waren, um ihn bekannt zu machen. Ich habe nichts dergleichen. Ich habe eben nicht das Einkommen und ein Mäzen, wie ihn Goethe hatte. Aber ich habe Camtasia. Damit ist das, was ich hier gerade von mir gebe, aufgezeichnet. Dann nutze ich YouTube, um das zu publizieren. Das ist im Prinzip mein Verleger. Dann habe ich dort einen Assistenten, der das, was ich sage, transkribiert. Ihr könnt das während meines Vortrages am unteren Bildschirmrand als Untertitel lesen. Und wenn ihr nicht Deutsch sprecht und ihr wollt verstehen, was ich da sage, oder ihr wollt zur Sicherheit nochmal lesen, ob ihr das richtig verstanden habt, dann könnt ihr da unten erstmal meine Geschwindigkeit verlangsamen, meine Sprechgeschwindigkeit verlangsamen, und ihr könnt das Ganze auch als Transkript in eurer Muttersprache anhören. Über 130 Sprachen sind automatisch zu transkribieren. Weil ich weiß, dass diese künstliche Intelligenz, die uns die maschinelle Transkription und Übersetzung liefert, noch wenige Fehler macht, lese ich das Korrektur. Die Rechtschreibung ist manchmal mit geringem Anteil von Fehlern behaftet, dann fehlen Zeichensetzungen. Und das kann mir ChatGPT zum Beispiel in diesem Fall übernehmen, setze Kommas und Punkte an der richtigen Stelle und versuche, das noch lesbarer zu machen. Dann werde ich das Ganze zusammenfassen für Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen und von denen ich einige kenne und Kontakte habe, die sprechen 4 oder 5 andere Muttersprachen als ich, aus Afrika, aus Nordeuropa, aus Westeuropa, wo auch immer sie herkommen. Und für die werde ich dann, falls sie daran Interesse haben, Begrifflichkeiten erklären, mithilfe der Tools, die uns da im Internet zur Verfügung stehen. Dann will ich euch im nächsten Video zeigen, wie man das Tool konkret einsetzt, welche Anweisungen gebe ich, damit ich das, was ich gerade beschrieben habe, dann auch umsetze. Da könnt ihr dann entsprechende Excel-Arbeitsmappen euch unter dem Video in der Beschreibung herholen. Die sind mit dem Browser zu betrachten. Und dann könnt ihr also genau nachvollziehen, wie ich was gemacht habe. Das geht natürlich auch für dieses Video. Wenn ihr euch meine Angaben zu diesem Video, meine Helferlein, meine Tools näher anschauen wollt, dann schaut einfach in der Beschreibung des Videos nach dem entsprechenden Link zur Excel-Arbeitsmappe von OneDrive. Die könnt ihr mit dem Browser betrachten und die könnt ihr auch kopieren und herunterladen, um darauf aufzusetzen und vielleicht eigene Werke zu produzieren. Auch ich nehme mir manchmal die Vorlagen von anderen, um Ideen zu sammeln und daraus meine eigenen abzuleiten. Was ich auch mit dieser Videoserie
machen möchte, ist, dass ich Menschen finde, die per Videokonferenz oder Lernplattform mit mir zusammenarbeiten und diese Technologie einsetzen, damit wir gemeinsam ehrenamtlich etwas produzieren, was für die Nachwelt oder die Mitmenschen von Bedeutung sein kann. Wenn ihr daran Interesse habt, dann nehmt einfach Kontakt mit mir auf. Auch das könnt ihr in den Anlagen zum Video in der Arbeitsmappe entnehmen. So viel für dieses Mal. Im nächsten Video geht es dann um die Rahmenpläne, die ich hier mit diesem Tool analysiere und wo ihr seht, wie habe ich ChatGPT beauftragt, die entsprechenden Ergebnisse zu liefern. So viel zu diesem Video. Tschüss.